Lenke deine Aufmerksamkeit auf die Emotionen in dir. Vielleicht siehst du innere Bilder mit deinen geschlossenen Augen. Lasse diese Empfindungen und diese inneren Bilder bewertungslos kommen und wieder gehen, wie Wolken, die am Himmel vorbeiziehen. Lässt du jedes innere Bild und jedes innere Gefühl einfach nur kommen und wieder gehen. Meine Stimme, ein guter Freund und Begleiter, hilft dir, dich immer mehr und mehr zu entspannen. Ich werde gleich viermal das Wort Entspannungszustand sagen. Jedes Mal, wenn ich dieses Wort sage, verdoppelst du deine körperliche und geistige Entspannung durch reines Loslassen. Konzentriere dich jetzt jedoch erst einmal auf deine Augenlider und stelle dir vor, wie es sich anfühlen würde, wenn deine Augenlider jetzt immer schwerer und schwerer werden würden. Immer schwerer und schwerer werden deine Augenlider. Stelle dir vor, wie es sich anfühlen würde, wenn deine Augenlider jetzt mindestens doppelt so schwer wären als davor. Immer schwerer werden deine Augenlider. Die kleinen Muskeln in deinen Augenlidern sind angenehm entspannt. Ein angenehmer Entspannungszustand. 1. Breitet sich aus deinen Augenlidern heraus über dein Gesicht aus. Ein angenehmes Gefühl der Gelöstheit entspannt dein ganzes Gesicht. Lasse diesen Entspannungszustand 2 nun aus deinem Gesicht heraus in deinen Nacken fließen und von dort aus weiter in deine Schultern. Immer tiefer entspannt. Je tiefer du entspannst, umso wohler fühlst du dich. Und je wohler du dich fühlst, desto tiefer kannst du entspannen. Du fühlst dich vollkommen wohl. Du hast zu jeder Zeit die volle Kontrolle. Dein Gesicht, dein Nacken, deine Schultern sind nun vollkommen locker und entspannt. Lasse nun diesen Entspannungszustand 3
weiter über deinen Rücken fließen und entspanne auch diesen vollkommen. Lasse jegliche Form von restlicher Anspannung in deinem Rücken einfach los. Du sinkst immer tiefer und tiefer in ein angenehmes Gefühl von innerer Ruhe und angenehmer Entspanntheit. Du fühlst dich zu jeder Zeit vollkommen wohl. Du atmest ruhig, tief und gleichmäßig. Und lässt die Entspannung aus deinem Oberkörper nun in deine Beine bis in deine Füße hineinfließen. Du sinkst immer tiefer und tiefer in die Entspannung. Loslassen, geschehen lassen, treiben lassen. Jedes Geräusch um dich herum nimmst du als Signal, noch mehr loszulassen und noch tiefer zu entspannen. Ganz egal, wie weit du mit deinem Bewusstsein abschweifst, irgendetwas in dir hält immer den Kontakt zu meiner Stimme, wenn ich zu dir spreche, auch dann, wenn du mich bewusst nicht mehr wahrnimmst. Ich möchte einen Teil deines Unterbewusstseins darauf aufmerksam machen, dass es neben einer körperlichen Entspannung auch eine tiefe geistige Entspannung gibt. Lasse deinen körperlichen Entspannungszustand 4 jetzt in eine geistige Entspannung übergehen. Lasse vollkommen los, mühelos treiben lassen, geschehen lassen und wirken lassen. Positive Energien fließen frei. Du bist nun so tief entspannt, so aufmerksam auf das, was ich sage, dass alles, was ich sage, ganz tief aufgenommen wird und zu deinem Vorteil ein fester Bestandteil von dir wird. Ausnahmslos alles, was positiv für dich ist und was du von mir hörst, wird dich dauerhaft auf eine positive Art und Weise beeinflussen, auch dann, wenn die Hypnose vorbei ist. Wenn du wieder in deinem Alltag bist und wenn du vielleicht nicht mehr daran denkst. Meine Stimme wirkt immer angenehmer für dich. Meine Stimme wirkt immer angenehmer auf dich und hilft dir, immer mehr und mehr zu entspannen, wann immer du mir zuhörst. Stelle dir nun das Wort Ruhe vor deinem geistigen Auge vor. R-U-H-E. Gib
den Buchstaben eine Form. Gib den Buchstaben eine Farbe. Vielleicht leuchten sie auch. Stelle dir dieses Wort Ruhe nun ganz deutlich in den von dir vorgegebenen Farben und Formen vor. Lasse nun den letzten Buchstaben, das E, farblich verblassen, so lange, bis es komplett verschwunden ist. Und wenn das E dann ganz verschwunden ist, sinkst du spätestens dann doppelt so tief in die mentale Entspannung als davor und fühlst dich noch wohler. Gehe nun über zum Buchstaben H. Und lasse das H farblich komplett verblassen und verschwinden. Und wenn das H dann verschwunden ist oder auch vorher, sinkst du ebenfalls noch tiefer in die geistige Entspannung als davor. Sehr gut. Konzentriere dich nun auf den Buchstaben U. Auch diesen Buchstaben, den du in voller Farbenpracht vor deinem geistigen Auge siehst, lässt du nun farblich verblassen und völlig verschwinden und sinkst dann noch einmal doppelt so tief als davor in die geistige Entspannung hinein. Nun ist noch der Buchstabe R farbenfroh leuchtend vor deinem geistigen Auge. Lasse auch diesen Buchstaben R jetzt verblassen und verschwinden. Und wenn er verschwunden ist, dann ist dein Unterbewusstsein noch weiter geöffnet, wie ein großes Tor. Und bereit, meine Worte tief und fest in sich aufzunehmen und zu verankern. Jetzt ist auch der letzte Buchstabe verschwunden. Das Tor zu deinem Unterbewusstsein ist weit geöffnet. Du bist nun total entspannt, total aufmerksam auf das, was ich sage. Das alles, wirklich alles, was ich sage und was gut für dich ist, völlig selbstständig in dein Unterbewusstsein vordringt, und langfristig auf dein Denken, Fühlen und Handeln wirken wird. Ich zähle gleich wieder von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 angekommen, kreiert dein Unterbewusstsein einen wunderschönen Ort. Dieser Ort ist dein ganz persönlicher Wohlfühlort, an dem alles genau so sein wird, wie du es magst. Ich zähle gleich von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 angekommen, kreiert dein Unterbewusstsein für dich eine wunderschöne Situation an deinem ganz persönlichen Wohlfühlort.
Es wird dein Wohlfühlort sein und alles an diesem Ort wird genau so sein, wie du es magst. Eins, zwei, drei, jetzt. Du lässt jetzt nur noch gute Gefühle zu. Das Tor zu deinem Unterbewusstsein ist weit geöffnet. Erlaube dir, diesen Ort durch all die dir zur Verfügung stehenden Sinne immer wirklicher und immer deutlicher entstehen zu lassen. Erlaube dir, an diesem Ort mit deinem geistigen Auge zu sehen. Erlaube dir, an diesem Ort zu fühlen und vielleicht auch zu riechen. Und während du diesen wunderschönen Ort, der nun immer deutlicher wird, genießt, werde ich für einen Moment schweigen, und bis ich wieder zu dir spreche, genießt du diesen Ort mit all den damit verbundenen positiven und schönen Gefühlen für dich. Und dabei sinkst du immer tiefer in dein Inneres hinein und wirst immer empfänglicher für das, was ich dir sage. Ich werde gleich wieder zu dir sprechen. Während du an diesem wunderschönen Ort stehst, möchte ich einen Teil deines Unterbewusstseins darauf aufmerksam machen, dass du zwei Körper besitzt. Zum einen gibt es deinen übergewichtigen Körper, der unnatürlich ist, den du gerne ändern möchtest, der dir überhaupt nicht gefällt. Aber du hast auch noch die Möglichkeit eines körperlichen Zustands, der für dich optimal ist, der für deine Gesundheit optimal ist, der für deine Seele optimal ist. Der schlanke Körper, der leichte Körper, der bewegliche Körper. Und links vor dir, mit dem Rücken zu dir stehend, siehst du nun den übergewichtigen Körper von dir. Du siehst dich selbst mit dem Rücken zu dir stehend in einem übergewichtigen Zustand, den du überhaupt nicht magst, mit all den negativen Einflüssen auf dich, mit all den Rundungen, die du überhaupt nicht magst und nicht möchtest. Schaue dir nun diesen übergewichtigen Körper, diesen übergewichtigen Teil von dir an. Er steht mit dem Rücken zu dir gerichtet. Schaue dir besonders all jene Dinge an, die dir nicht gefallen. Dieser Körper ist träge. Dieser Körper ist bequem und oft müde. Dieser Körper ist schwer. Rechts vor dir, ebenfalls mit dem Rücken zu dir stehend, siehst du nun den schlanken Körper, den schlanken Teil von dir. Du siehst dich, ebenfalls, mit dem Rücken zu dir stehend, jedoch in deinem Optimalgewicht. Du siehst dich rechts vor dir,
ebenfalls mit dem Rücken zu dir stehend, genau mit dem Körpergewicht, das du gerne hättest und das gesund für dich und deine Seele ist, mit all den damit verbundenen Vorteilen für dich. Du siehst die Körperformen, die dir gefallen. Du siehst eine gesunde, ausgeprägte, natürliche Muskulatur. Du siehst einen kraftvollen Körper mit all den Körperformen, die dich attraktiv machen. Dieser Körper ist aktiv. Dieser Körper gibt dir die Möglichkeit, all jene Dinge zu tun, die du vorher wegen deines Übergewichts entweder nie tun konntest oder nie tun wolltest. Dieser Körper bietet dir viel mehr Freiheit und Lebensqualität. Schaue dir nun noch einmal beide Körper, die mit dem Rücken zu dir gerichtet sind, ganz genau an. Links vor dir der dicke und schwere Körper, der deine Lebensqualität beeinträchtigt. Rechts vor dir der Körper, den du dir wünschst. Der schlanke Körper, der dir viel mehr Freiheit und Lebensqualität gibt, als es der dicke und träge Körper jemals könnte. Der kraftvolle Körper, der schöne Körper, der energiegeladene Körper. Ich werde gleich wieder von 1 bis 3 zählen. Und während ich von 1 bis 3 zähle, entscheidest du dich für einen dieser beiden Körper. Während ich von 1 bis 3 zähle, entscheidest du dich für einen dieser beiden Körper. Und die Entscheidung wird dir sehr leicht fallen. Und bei der Zahl 3 angekommen, gehst du in diesen Körper imaginär hinein, für den du dich entschieden hast. Du wirst mit diesem Körper eins werden. Du wirst mit diesem Körper eins werden. Und mit all den positiven Eigenschaften, die dieser Körper hat, verschmelzen. 1. Schaue dir beide Körper noch einmal ganz genau an. 2. Welchen dieser beiden Körper möchtest du nun für dich? Bei der nächsten Zahl wirst du eins mit dem Körper, den du für dich wünschst und der gut für dich ist. 3. Jetzt wirst du eins mit dem Körper, den du dir ausgesucht hast. Und du hast dir den schlanken Körper, den gesunden Körper ausgesucht, der dein Optimalgewicht hat. Von diesem neuen Körper geht nun eine für dich unglaublich große Kraft und Anziehung aus. Du fühlst dich leicht, kraftvoll, gesund, voller Energie und Lebensfreude. Genieße dieses gute Gefühl. In diesem Körper hast du nun die Möglichkeit, all jene Dinge zu tun, die du vorher als übergewichtiger Mensch entweder nie tun konntest oder nie tun wolltest. Du kannst dein Leben nun völlig anders genießen und gestalten. Und dieser schlanke, gesunde,
und starke Körper ist nun zu einer festen Zielvorstellung für dein Unterbewusstsein, für dein Inneres geworden. Dein Unterbewusstsein wird ab sofort mit all seinen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten dafür sorgen, dass du von nun an immer mehr und mehr auch in der realen Welt diesen körperlichen und gesunden Zustand erreichst, völlig zweifellos. Dieser schlanke und gesunde Körper ist jetzt zu einer festen Zielvorstellung für dein Unterbewusstsein geworden und es wird alle Möglichkeiten nutzen, um diesen Körper für dich völlig mühelos auf eine gesunde Art und Weise zu erreichen. Und wenn du diesen körperlichen Zustand dann erreicht hast, zweifellos, wirst du auch völlig mühelos diesen körperlichen Zustand halten können. Auf dem Weg zu deinem Ziel wirst du immer das Richtige für dich und deine Gesundheit tun. Auf dem Weg zu deinem Ziel wirst du immer das Richtige im Sinne deiner Gesundheit tun. Jedes Mal, wenn du meine Stimme hörst, diesen guten Freund und Begleiter, wird sich die Wirkung meiner Worte verdoppeln und verstärken, und du wirst dich dabei immer wohler fühlen.